Mit ständig wechselnden Gesichtern wurde versucht, Sandra ein publikumswirksames Image zu geben. Deutsche Musikzeitschriften unterstützten dieses Bemühen. Doch internationaler Starruhm blieb aus, das deutsche Sternchen am Musikhimmel war noch zu unbekannt, um ein Star zu werden. Ich habe also mit 12 Jahren meine erste Single aufgenommen, nachdem ich bei einem Gesangswettbewerb, einem Kindergesangswettbewerb gewonnen hatte. Und mit 16 wurde das Ganze dann professioneller. Ich bin also in eine Gruppe eingestiegen namens Arabesque und war da 7 Jahre lang mit den 2 Mädels zusammen. Und habe in diesen 7 Jahren sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Und seit 1,5 Jahren ungefähr singe ich solo. Mit Videoclips soll der internationale Durchbruch als Solistin gelingen. Allein muss Sandra dabei nicht gehen. Während der Proben im Münchner Studio führen die Regisseure sie dahin, wo die Kamera sie braucht. Jede Bewegung, jeder Schritt wird zum Playback der Musik geprobt. Vor dem Einschalten der Kamera zur ersten Szene wird alles noch einmal besprochen. Frage an die Regisseure: Worin besteht die Idee, die Wirkung, die der Clip erzielen soll? Es geht immer um eine möglichst optimale Präsentation des Künstlers. Also das ist etwas, was sich bis zu einem gewissen Grad wiederholt. Ja. Ich meine, bei diesem Lied war es speziell so, dass Innocent Love, also unschuldige Liebe, in gewisser Weise heißt, war halt die Idee, die, dass die Künstlerin an und für sich möglichst gut präsentiert wird und das aber in einer leicht widersprüchlichen Dekoration gemacht wird. Das heißt, wenn man also davon ausgeht, dass wir zum Beispiel die Sandra versucht haben, sehr gut auszuleuchten und sehr gut zu präsentieren, so haben wir versucht, die Dekoration in einem Gegensatz zu halten. Nicht, was nicht heißt schlecht, aber als sozusagen als Kontrapunkt zu dem Inhalt, weil wir uns dadurch eine gewisse Spannung erwartet haben und weil es uns nicht so gut gefallen hätte, einfach jetzt auch in einer lieblichen Atmosphäre sozusagen sich einfach hineinzustellen, sondern eher die beiden Dinge gegeneinander arbeiten zu lassen. Mit Schmuck behängt, im hellseidenen Kostüm brilliert Sandra gegen den dunklen Hintergrund. Die Proben sind beendet, es wird gedreht. Sandra singt nicht wirklich, die Musik kommt vom Band. Sie hat sich die Schrittfolgen eingeprägt, das Playback der Musik gibt ihr Geschwindigkeit und Rhythmus an. Die Kamera fährt mit Sandras Bewegungen mit. Damit sie immer die gleiche Entfernung zur Kameraoptik behält, orientiert sie sich an Linien, die auf dem Boden markiert sind. Wie Sandra im fertigen Clip aussieht, hängt besonders vom Licht und der Kamera ab. Dazu der Kameramann. Ja, wir haben auch außen einige Sachen gedreht, die also eher was Romantisches, verträumerische Sache ist. Und hier im Studio, das ist eher eine härtere Stimmung, wo dann später sie sich von dem anderen, von dem ganzen Deko einfach abhebt. Und das ist eigentlich die Idee, dass sie mit ihrer Person, mit ihrer Persönlichkeit eigentlich von dem ganzen Dekoration abhebt. Im Mittelpunkt steht also immer wieder Sandra. Sie muss schön sein, sie muss strahlen, sie muss alle Qualitäten eines Stars repräsentieren können. Solange sie mitspielt, dreht sich alles um sie. Die Musiker ihrer Band verschwinden im Dunkel der Kulissen und werden ein Teil der Hintergrunddekoration. Für sie begibt sich der Kameramann auf Rollschuhe. Je schwungvoller die Kamerabewegungen sind, umso rasanter ist das Tempo der einzelnen Bilder im fertigen Clip. Was bei den Dreharbeiten nicht an Geschwindigkeit erzeugt wird, das kommt später beim Schnitt. Okay, stopp. Ja. Stopp. Zeigen wir nochmal den Umstieg.
Es geht also nur um Disinformation. Es geht nur um Disinformation. Cut, große. Cut, zurück. Schnelle Bildwechsel sind ein typisches Kennzeichen von Videoclips. Werbewirksam ziehen sie so die Aufmerksamkeit auf sich. Naja, es ist so, das ist vom Video zu Video verschieden. Also es gibt Videos, die eine sehr drehbuchähnliche, vorgegebene Handlung haben. Da ist es sozusagen spielfilmähnlich, weil eine gewisse Abfolge einfach vorgegeben ist. Es gibt aber auch sozusagen gerade bei diesem Video die Möglichkeit, im Schnitt noch sehr viel herauszuholen. Also immer wenn es um Performance-Videos geht, wo also der Vortrag des Künstlers im Vordergrund steht, dann kann man im Schnitt einem Video noch einen speziellen Drive geben oder man kann im Schnitt den Clip sozusagen noch versauen, wenn man ihn zu langsam schneidet oder zu langweilig. Es ist ja überhaupt so, dass beim Spielfilm zum Beispiel der Regisseur ja gar nicht unbedingt die ganze Zeit beim Schnitt anwesend ist, weil es eben vorgegeben ist durch Dialoge, wann wer spricht, wann auf wen zu schneiden ist. Hier beim Video ist es anders. Hier sozusagen gibt man dem Ganzen erst seine Handschrift dadurch, eben wie schnell, wie langsam und welche Einstellungen man in welcher Reihenfolge schneidet.